herzlich willkommen zum Thea-Podcast, dem Podcast für ganzheitliche Medizin und Hypnose. Mein Name ist Dorothea Leinung, ich bin ganzheitliche Ärztin, Hashimoto-Expertin, Hypnosetherapeutin und deine Gastgeberin. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen für den Genesungsweg bei einer Autoimmunerkrankung wie dem Hashimoto, nämlich die Ernährung. Um es gleich vorwegzunehmen, es gibt hier nicht das eine Patentrezept, sondern eine antientzündliche Ernährung ist eine sehr individuelle Angelegenheit, für die es allerdings Empfehlungen und Regeln gibt, die dir helfen, die für dich richtige Ernährung zu finden. In der heutigen Folge gehe ich daher darauf ein, was bei einer Ernährungsumstellung allgemein wichtig ist, worauf besonders Veganer und Vegetarier achten sollten, was sich gerade bei Hashimoto-Betroffenen besonders bewährt hat und was von vielen noch immer total unterschätzt bzw. vernachlässigt wird. Also, hör rein! Und wenn auch du unter einem Hashimoto leidest und dir hier ebenfalls mehr Unterstützung wünschst, dann komm doch in unseren Hashimoto-Online-Kurs, der bald startet. Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Platz auf der Warteliste. Alle, die auf der Warteliste stehen, erhalten Zugang zu exklusiven Boni und Frühbuchervorteilen. Es lohnt sich also, dabei zu sein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Willkommen zurück und schön, dass du da bist. Im Laufe der Jahre habe ich in der Arbeit mit meinen Patienten und Klienten immer wieder eine wichtige Erfahrung gemacht, nämlich, dass man mit der richtigen Ernährung tatsächlich Krankheiten mindestens lindern, oft aber auch sogar heilen kann. Und auch die Wissenschaft hat das sehr eindrücklich, zum Beispiel bei Krebserkrankungen, Asthma, Allergien, aber auch bei Autoimmunerkrankungen wie dem Rheuma und dem Hashimoto zeigen und untermauern können. Deshalb spreche ich heute über das Ernährungsthema. Natürlich können wir in einer Podcast-Folge nicht alles vollumfänglich abgrasen, aber die wichtigsten Punkte schauen wir uns heute mal genauer an. Denn die Kontroverse um die richtige Ernährung ist sehr, sehr groß, wie ich besonders auf Social Media immer wieder feststelle. Da gibt es inzwischen schon richtige Lager, die jeweils die Weisheit für sich beanspruchen wollen. Aber, und das ist die gute Nachricht im Sinne der Völkerverständigung, es gibt hier nicht die eine Wahrheit. Sicherlich gibt es Dinge, die haben sich für die Mehrheit bewährt, aber die nonplusultra unumstößliche Monopolwahrheit gibt es hier nicht. Das ist einerseits schön, weil so jeder ein bisschen Recht behalten darf, andererseits macht es den Betroffenen das Leben nicht unbedingt leichter. Und um hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen, spreche ich heute genau darüber. Und ich lasse in dieser Folge sehr viel eigene Erfahrung mit meinen Hashimoto-Mentees sowie Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien einfließen. Will sagen, ich pachte hier also auch nicht die alleinige Wahrheit, sondern spreche aus meiner Erfahrung und der Arbeit mit einigen tausend Menschen heraus. Und um hier direkt mitten rein zu starten, das, was meiner Erfahrung nach den meisten Betroffenen am besten tut und womit ich in meinen Mentorings auch eigentlich immer starte, ist der Verzicht auf 4 hochreaktive Nahrungsbestandteile, nämlich Tiermilch, Soja, Zucker und vor allem Gluten. Wenn du hier vorher alles davon konsumiert hast, dann bietet es sich an, hier langsam und schrittweise vorzugehen. Lass das weg, was dir am leichtesten fällt, und arbeite dich dann schrittweise vor. Tatsächlich wirst du feststellen, dass du dich nicht nur besser fühlst, sondern auch, dass deine Werte besser werden. Allen voran der TPO. Ich sehe regelmäßig dramatische Verbesserungen allein durch diese einfache Maßnahme. Wichtig ist hierbei, dass du für dich checkst, auf welche Nahrungsmittel du persönlich reagierst und dass du auf eine ausgewogene Nährstoffzufuhr achtest. Denn es reicht natürlich nicht, wenn du vorher der Junkfood-Fan warst, auf glutenfreies Junkfood umzustellen und zu hoffen, dass das jetzt alles rausreißt. Denn dann bist du zwar glutenfrei, aber trotzdem immer noch nährstoffarm, was dich beim Hashimoto natürlich nicht gerade weiterbringt. Deshalb ist es wichtig, hier auf nährstoffdichte, möglichst ökologische und regionale Kost zu achten. Gleiches gilt natürlich auch für dich, wenn du weitergehst und dann Tiermilch, Zucker und Soja weglässt. Denn je mehr du aus deinem Ernährungsplan streichst, desto geringer wird natürlich erst einmal gefühlt auch die Auswahl an Nahrungsmitteln, die dir zur Verfügung stehen.
Ein verbreiteter Fehler ist dir dann zum Beispiel auf ungesunde Alternativen umzusteigen, wie hochgradig fetthaltige Produkte, die vollgestopft sind mit künstlichen Süßstoffen und Konservierungsstoffen oder Nahrungsmittel mit hohem glykämischen Index. Denn glutenfreies Junkfood, Brot, Müsli und Sojamilch führen durch ihren hohen glykämischen Index zu einem Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels, was deine Nebennierenfunktion und damit letztlich auch deine Schilddrüse beeinträchtigt. Wichtig ist es daher, auf Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index umzusteigen. Eine sehr gute Möglichkeit, um den Blutzuckerspiegel auszugleichen, sind grüne Smoothies. Meinen Mentees und auch den Teilnehmern meines Online-Kurses empfehle ich ein besonderes, speziell auf den Hashimoto abgestimmtes Smoothie-Rezept, das nicht nur lecker schmeckt, sondern auch voll ist mit schilddrüsenfreundlichen Vital- und Ballaststoffen, Aminosäuren, Mikronährstoffen und Vitaminen. Dieser Smoothie, über den Tag getrunken, hält deinen Blutzuckerspiegel konstant, versorgt dich mit jeder Menge guter Vitalstoffe, Antioxidantien und antientzündlichen Inhaltsstoffen und dämpft obendrein dein Hungergefühl. Er ist also ideal, wenn du einen Hashimoto hast, aber auch ohne Hashimoto hält dieser Smoothie jede Menge toller Sachen bereit. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Kommen wir noch einmal kurz zur Frage, welche Ernährungsform denn nun die richtige bei Hashimoto ist, denn hier gehen die Meinungen ja auseinander. Die einen empfehlen FODMAP, den nächsten Paleo und die übernächsten schwören auf Autoimmun-Paleo. Die Antwort darauf, was denn nun das Richtige ist, liegt irgendwo dazwischen, denn es gibt in der Tat nicht die One-Fits-All-Diät. Was richtig ist, eine Hashimoto-geeignete Ernährungsform sollte verschiedene reaktive Lebensmittel weglassen. Sie sollte nährstoffdicht sein und möglichst auf verarbeitete Lebensmittel verzichten. Zusätzlich solltest du bei Hashimoto darauf achten, schwermetallbelastete Nahrungsmittel wie zum Beispiel Thun oder Schwertfisch zu meiden und möglichst keine stark jodhaltigen Lebensmittel zu konsumieren. Außerdem tust du dir was Gutes, wenn du deinem Körper gutes Eiweiß und gute Fette zuführst und möglichst auf das verzichtest, worauf du reagierst. Und das kann ja sehr individuell sein. Deshalb ist es wichtig, dass du dich genau beobachtest und deine Körperreaktionen protokollierst. Meine Mentees und die Teilnehmer des Kurses bekommen hierfür ein spezielles Schilddrüsen-Journal, das sie zu verschiedenen Ernährungsaspekten und Gewohnheiten sowie Reaktionen befragt und ihnen so dabei hilft, die für sie reaktiven Lebensmittel aus ihrem persönlichen Ernährungsplan zu eliminieren. Hilfreich kann es an dieser Stelle auch sein, eine Nahrungsmittelunverträglichkeitstestung vornehmen zu lassen. Bitte nicht aus einer Haarprobe. Das funktioniert nämlich nicht. Geh dafür lieber zu einem Allergologen, der macht das zuverlässig und auch brauchbar. Vielleicht noch ein Wort zum Zucker, weil das Thema so wichtig ist. Ich habe dazu übrigens vor einiger Zeit auch eine Podcast-Folge mal aufgenommen, beziehungsweise einen Blogpost geschrieben. Schau da gerne mal vorbei, da gehe ich mich sehr intensiv auf das Thema Zucker und seine Folgen für Hashimoto ein. Also zum Zucker. Es wird dich vielleicht überraschen, dass der menschliche Körper zwar Proteine, Fette und Mikronährstoffe benötigt, Kohlenhydrate aber nicht zu den notwendigen Nährstoffen gehören. Während gutes Fett für die normale Zellfunktion notwendig ist, können wir mit wenig bis gar keinen Kohlenhydraten tatsächlich in unserer Ernährung überleben. Kohlenhydrate werden nicht nur nicht benötigt, sie tragen auch am stärksten zu einem Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels bei. Diese Ungleichgewichte können zu Angstzuständen, Gewichtszunahme, Haarausfall, Reizbarkeit, geschwächten Nebennieren, Müdigkeit und erhöhten Schilddrüsenantikörpern führen. Eine Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr und der Verzehr von guten Fetten und Proteinen können daher helfen, den Blutzucker wieder auszugleichen. Ich empfehle, sich von verarbeiteten Kohlenhydraten fernzuhalten, da diese die größten Blutzuckerschwankungen verursachen. Halte dich an natürliche Kohlenhydrate wie Süßkartoffeln und Beeren, aber anfangs gern in Maßen. Im Verlauf deines Genesungsprozesses wirst du deine Toleranz gegenüber Kohlenhydraten dann immer weiter verbessern können. Kommen wir noch einmal kurz zu jodhaltigen Lebensmitteln, weil ich hier immer wieder widersprüchliche Empfehlungen, vor allem auf Social Media, sehe. Hier ist Folgendes wichtig zu wissen. Jod ist zwar wichtig für die Schilddrüsenfunktion, aber ein zu hoher Jodgehalt kann deinen Hashimoto verschlimmern. Heutzutage, wo Jodsalz in den meisten Ländern weit verbreitet ist, gilt Jodüberschuss tatsächlich als Risikofaktor für die Entwicklung von Hashimoto.
Meiner Erfahrung nach muss Jod richtig dosiert werden, um zu helfen und Schaden zu verhindern. Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass eine jodarme Ernährung hilfreich ist, um den Autoimmunangriff auf die Schilddrüse zu verringern und die Schilddrüsenfunktion bei Menschen mit jodbedingtem Hashimoto-Syndrom zu normalisieren. Langfristig braucht deine Schilddrüse jedoch eine gewisse Jodzufuhr, da sie sonst die Hormone nicht bilden kann. Eine gemäßigte Jodaufnahme von ca. 150 bis 200 Mikrogramm täglich ist hier empfehlenswert. Was noch wichtig wäre in Bezug auf die tägliche Fettzufuhr in der Nahrung? Es ist essentiell, gute Fette zu essen, wie sie zum Beispiel in Fisch, in Kokosnussöl oder auch in Olivenöl und Avocados enthalten sind. Und schlechte Transfette zu vermeiden, wie sie zum Beispiel in gebackenen oder frittierten Lebensmitteln, abgepackten Keksen, bestimmten Getreidesorten und gehärteten Ölen vorkommen. Neben guten Fetten ist aber auch hochwertiges Eiweiß wichtig. Und hier ist in der Tat Eiweiß aus Fleisch gemeint. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn du dich vegetarisch oder vegan ernährst, aber tatsächlich tut Hashimoto-Betroffenen die Zufuhr einer gemäßigten Menge Fleisch im Rahmen ihres Heilungsprozesses sehr, sehr gut. Das liegt unter anderem daran, dass du mit dem Fleisch auch Eisen und Carnitin zuführst. Letzteres ist eine Aminosäure, die bei Hashimoto-Betroffenen oft Mangelware ist. Carnitin kann Müdigkeit, Muskelschwäche, Blutzuckerschwankungen, Verstopfungen, ein Leaky Gut, Fruchtbarkeitsprobleme und vieles mehr beheben. Du kannst dir Carnitin aber natürlich auch über Nahrungsergänzungsmittel zuführen, wenn du partout auf tierisches Protein verzichten möchtest. Und auch das Eiweiß selbst kannst du natürlich gesondert zuführen, zum Beispiel als Erbsenprotein oder, wenn du die weniger vegetarische Variante möchtest, als Rinderprotein. Du kannst es dir zum Beispiel dann in deinen täglichen Smoothie rühren oder anderweitig verarbeiten. Der Körper kann es in der Regel gut verdauen, weil es bereits aufgeschlüsselt ist. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort zu rein veganer und vegetarischer Ernährung. Vegane und pflanzliche Ernährungsweisen sind in den Jahren immer beliebter geworden, da immer mehr Menschen die Probleme der Massentierhaltung und der Misshandlung von Tieren, die negativen Auswirkungen der Massentierhaltung auf die Umwelt und die erwiesenen gesundheitlichen Vorteile von mehr Obst und Gemüse für ihren Körper erkannt haben. Wer sich streng vegan ernährt, verzichtet auf alle Lebensmittel, die von Tieren stammen, wie Fleisch, Eier, Milchprodukte und sogar Honig. Vegetarier hingegen verzichten auf Fleisch, verzehren aber oft noch Milchprodukte und andere tierische Erzeugnisse. Zu den gesundheitlichen Vorteilen einer veganen Ernährung gehören Gewichtsabnahme, verbesserte Nierenfunktionen, besserer Schutz vor Krebs und ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Allerdings ist die Datenlage zu den gesundheitlichen Vorteilen einer veganen Ernährung nicht ganz eindeutig und viele der Vorteile hängen davon ab, ob sich eine Person vollwertig oder mit verarbeiteten Lebensmitteln ernährt. Schließlich könntest du ja auch den ganzen Tag Wodka tanken und wärst damit auch Veganer. Also wie immer ist also auch hier das Gesamtbild entscheidend und Studie ist auch nicht gleich Studie. Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Obwohl die vegane und vegetarische Ernährung bei Autoimmunerkrankungen und chronischen Krankheiten sehr hilfreich sein soll, lassen sich bislang keine Berichte in der Literatur über Menschen finden, die sich durch eine vegane Ernährung von ihrem Hashimoto-Syndrom vollständig erholt haben. Selbst überzeugte Veganer, die sich bewusst ernähren, haben immer noch mit einer niedrigen Körpertemperatur, Schilddrüsenunterfunktion und anderen Hashimoto-Symptomen zu kämpfen. Wenn du hier andere Literatur kennst, dann melde dich gerne bei mir. Also ich lerne auch gerne dazu, aber ich persönlich kenne hier noch keine Studie, die irgendwie belegen kann, dass jemand mit einer rein veganen Ernährung sich vom Hashimoto befreit hat. Andersherum kenne ich viele, viele Menschen, die es halt mit der beschriebenen Lebens- und Ernährungsweise geschafft haben. Also deswegen, wie gesagt, wenn du da Literatur kennst, dann melde dich gerne bei mir. Einige der Gründe, warum eine vegane oder vegetarische Ernährung bei Hashimoto problematisch sein kann, sind folgende. Da haben wir zum einen die Blutzuckerprobleme. Menschen mit Hashimoto-Syndrom haben oft Blutzuckerprobleme, die durch eine kohlenhydratreiche, vegane oder vegetarische Ernährung noch verschlimmert werden können. Zweitens kann der Darm an der Heilung gehindert werden. Denn fleischlose Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Getreide, Soja, Nüsse und manchmal auch Samen können die Heilung eines Leaky Guts verhindern, da diese Lebensmittel bei Hashimoto oft reaktiv sind und die Durchlässigkeit des Darms aufrechterhalten oder sogar verschlimmern können. Drittens
kann eine vegane Ernährung zu einem Nährstoffmangel beitragen, der das Hashimoto-Syndrom verschlimmern kann. Denn eine vegane Ernährung birgt das Risiko eines Mangels an vielen Nährstoffen, wie zum Beispiel Vitamin A, Vitamin B3, B9, B12, Vitamin D, Calcium, Chrom, Kupfer, Jod, Eisen, Magnesium, Carnitin, Mangan, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Ja, obwohl die Aufnahme einer großen Menge an pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung für die meisten Menschen sicherlich eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen mit sich bringt, einschließlich einer erhöhten Aufnahme von Mikronährstoffen und Ballaststoffen, hat mir meine Erfahrung gezeigt, dass eine ausschließlich vegane Ernährung für Menschen, die versuchen, ihr Hashimoto-Syndrom zu heilen, in der Regel nicht die beste Lösung ist. Aber wie gesagt, wenn du hier anderes berichten oder mit seriösen Literaturquellen aufwarten kannst, die das Gegenteil belegen, dann gerne her damit. Jetzt haben wir insgesamt schon viel von den Lebensmitteln gehört, die man weglassen soll. Aber was ist denn jetzt nun sinnvoll zu sich zu nehmen? Ja, also, ähnlich wie die winzigen Substanzen in Medikamenten können natürlich auch winzige Substanzen in Lebensmitteln massive Auswirkungen auf den Körper haben. Und ihre chemischen Eigenschaften können mit unseren inneren Systemen interagieren. Aus diesem Grund ist neben dem Verzicht auf potenziell reaktive Lebensmittel, wie oben erwähnt, die Aufnahme von nährstoffreichen Lebensmitteln der Schlüssel zur Heilung deines Darms und zur Genesung vom Hashimoto. Hier sind einige der Lebensmittel, die ich als besonders gut für die Schilddrüse empfinde. Da hätten wir zum einen die schon genannten grünen Smoothies. Ihre Wirkung ist gar nicht überzubewerten, denn sie sind eine großartige Möglichkeit, die Aufnahme von nährstoffreichen Lebensmitteln zu erhöhen, ohne die Verdauung zu belasten. Da sie zerkleinert werden, ist die Nahrung leichter zu verdauen und die Nährstoffe werden besser aufgenommen. Außerdem sind sie eine wunderbare Quelle für Chlorophyll, das nachweislich den Entgiftungsprozess in der Leber unterstützt, außerdem Entzündung und oxidativen Stress reduziert, den Eisengehalt erhöht und sogar als natürliches Deodorant wirkt, indem es Gerüche neutralisiert. Du kannst Chlorophyll auch so deinen Getränken hinzufügen. Es gibt nämlich von Naturtreu ein flüssiges Chlorophyll, das du ganz easy dosieren und beliebig deiner Nahrung hinzufügen kannst. Speziell dann, wenn du mal keinen Zugriff auf grüne Smoothies hast. Den Link und auch einen Rabattcode findest du in den Shownotes. Ein anderes tolles Zeug sind fermentierte Lebensmittel. Die Fermentierung ist ja ein Prozess der Lebensmittelkonservierung, der Probiotika oder gute Bakterien produziert, die die Darmflora ausgleichen können. Wenn du fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut kaufst, dann achte bitte darauf, dass sie nicht pasteurisiert sind und kühle sie zudem. So erhältst du die probiotischen Bakterien, die deinem Darm richtig gut tun. Dann hätten wir da noch die Knochenbrühe. Knochenbrühe liefert heilendes Kollagen und Nährstoffe, die unsere Darmschleimhaut und die Haut unterstützen. Die meisten meiner Mentees, die Knochenbrühe zu sich nehmen, berichten von merkbaren Verbesserungen. Du kannst Knochenbrühe entweder selbst herstellen oder du holst sie dir fertig, wie zum Beispiel von Brock's. Dort bekommst du eine sehr hochwertige, sehr bekömmliche Knochenbrühe, die ich dir wirklich empfehlen kann. In den Shownotes findest du den Link und ebenfalls auch dazu einen Rabattcode, mit dem du zusätzlich sparen kannst. Kommen wir zum nächsten, nämlich dem Zitronenwasser. Zitronensaft kann die Entgiftungsvorgänge in der Leber unterstützen und dank seines Säuregehalts die Aufnahme von Schilddrüsenhormonmedikamenten verbessern. Die meisten Menschen, die morgens auf nüchternen Magen warmes Zitronenwasser trinken anstelle von koffeinhaltigen Getränken, sind nicht nur überrascht, wie viel Energie sie haben, sondern auch, wie viel besser sie sich insgesamt fühlen. Kreuzblütler wie Grünkohl, Wirsing, Brokkoli und Blumenkohl sind ebenfalls empfehlenswerte Lebensmittel, auch wenn es natürlich viele Mythen darüber gibt, dass Kreuzblütler angeblich schlecht für die Schilddrüse seien, sind Kreuzblütler für die meisten Menschen mit Hashimoto tatsächlich sehr gesund und ihre Inhaltsstoffe tragen zur Entgiftung der Leber bei. Deshalb musst du absolut keinen Bogen um sie machen, wenn du Hashimoto hast. Ein weiterer sehr guter Stoff ist Kurkuma. Das in Kurkuma enthaltene Kurkumin unterstützt den Darm, die Leber, es wirkt entzündungshemmend und kann besonders hilfreich sein, wenn du unter Schmerzen leidest. Zu Kurkuma habe ich vor kurzem erst eine sehr interessante Podcast-Folge aufgenommen bzw. einen Blogartikel geschrieben. Schau bzw. hör da gerne mal vorbei.
Nächstes gutes Lebensmittel sind Blaubeeren. Blaubeeren sind eine unglaubliche Quelle von Phytonährstoffen, die im Körper als Antioxidantien wirken. Da sie viele Ballaststoffe enthalten, lassen sie deinen Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schnellen, wie es bei anderen Obstsorten der Fall ist. Blaubeeren sind außerdem eine reichhaltige Quelle für Myo-Inositol, einen Nährstoff, der nachweislich die Schilddrüsenfunktion und den Blutzucker verbessert. Nimm täglich so 1 bis 2 Portionen Beeren zu dir. Am besten verteilst du die Portionen über den Tag. Kommen wir abschließend noch zu dem Thema, das ich vorhin bereits kurz angesprochen habe, nämlich wie gut sind Paleo, Autoimmun, Paleo und Co. Also, bei der Paleo-Diät geht es ja um den Gedanken, dass du dich wieder wie so ein Steinzeitmensch ernährst. Also viel Gemüse, hochwertige Tierprodukte, Obst, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte zu dir nimmst. Und die Paleo-Diät fasst damit sozusagen die Eckpunkte der Ernährung unserer Vorfahren zusammen. Und in der Tat ist die Paleo-Ernährung gerade bei Hashimoto für viele Betroffene eine recht gute Wahl. Allerdings kann die Umstellung auf Paleo gewisse Gewöhnungsschwierigkeiten bereiten, denn es wird geschätzt, dass die westliche Bevölkerung heute bis zu 70% ihrer täglichen Energiezufuhr aus Lebensmitteln bezieht, die unsere paläolithischen Jäger- und Sammlervorfahren nie oder nur selten verzehrt haben. Und zu diesen Nicht-Paleo-Lebensmitteln gehören eben Getreide, raffinierter Zucker, Milchprodukte und stark verarbeitete Fette. Also all das, was wir bereits besprochen haben, was eine gesunde Hashimoto-Ernährung eben nicht enthalten sollte. Hinzuzählen kannst du natürlich noch Koffein und Alkohol. Alkohol ist, denke ich, klar. Und Koffein, tja, zu dem Thema habe ich vor kurzem erst eine ausführliche Folge aufgenommen. Hör da gerne mal rein. Der Grund für weniger oder am besten gar kein Koffein ist, dass dessen Konsum eine vorhandene Nebennierenschwäche weiter verschlimmern kann. Glücklicherweise gibt es hier ja koffeinfreie Alternativen, wie zum Beispiel No Coffee, die das Koffein aus ihren Bohnen auf schonende Weise herausholen und bei denen der Kaffee wirklich nach Kaffee schmeckt. Also, wenn du Kaffeeliebhaber bzw. Liebhaberin bist, dann bist du bei No Coffee gut aufgehoben. Link und Rabattcode findest du ebenfalls in den Shownotes. Teste den ruhig mal aus, der ist wirklich lecker. Aber noch einmal kurz zu den Ernährungsformen. Neben der Paleo-Diät ist eine weitere Diätform sehr beliebt und wirksam bei Hashimoto, nämlich die AIP-Diät bzw. Autoimmun-Paleo-Diät. Wie sieht es damit aus? Also zusätzlich zu den Lebensmitteln, die bei der Paleo-Diät weggelassen werden, wird bei der AIP-Diät auch auf Eier, Nachtschattengewächse, Nüsse und Samen verzichtet. Warum das? Also der Grund ist speziell bei den Eiern jetzt, dass Eier für manche Menschen mit Hashimoto ein reaktives Lebensmittel ist. Eier enthalten Lysozym, das in der Lage ist, sich auf dem Weg durch den Verdauungsprozess mit Bakterien und Proteinen zu verbinden und einen sogenannten Lysozymkomplex zu bilden, der bei Menschen mit einem Leaky Gut zu Irritationen führen kann. Was ist mit den Nachtschattengewächsen? Nachtschattengewächse enthalten Alkaloide. Das sind chemische und eigentlich giftige Verbindungen, die bei manchen Menschen reaktiv wirken können. Aus der Community berichten viele Menschen, dass der Verzicht auf Nachtschattengewächse ihre Gelenkschmerzen, Schwellungen und Taubheitsgefühle gelindert hat. Und zu den Nachtschattengewächsen, falls du es nicht weißt, gehören zum Beispiel Tomaten und Kartoffeln. Und im Internet gibt es lange, lange Listen, was alles zu den Nachtschattengewächsen gehört. Da kannst du dann auch nochmal gesondert abgleichen. Nüsse sind zwar eine sehr, sehr gute Quelle für Proteine und gesunde Fette, aber sie können schwer verdaulich sein. Außerdem enthalten sie Oxalate und Phytinsäure, beides Antinährstoffe, die die Aufnahme von Mineralien beeinträchtigen können. Wenn du ein Nussfan bist, dann lohnt es sich, die Nüsse mehrere Stunden einzuweichen, damit die Phytinsäure rausgewaschen werden kann. Zwar sind die Nüsse dann nicht mehr so crunchy, dafür aber bekömmlicher. Und bei den Samen ist es so, dass sie bei manchen Menschen zu Verdauungsproblemen führen können, weshalb es solchen Menschen gut tut, auf Samen zu verzichten. In meinem Blogartikel gehe ich noch etwas intensiver auf Studien ein, die die Autoimmun-Paleo-Diät bei Hashimoto untersuchen und, so viel sei hier schon einmal gesagt, die Ergebnisse sind faszinierend. So ließ sich zum Beispiel die Dosis der Schilddrüsenmedikamente senken, das Körpergewicht reduzieren und Symptome wie Muskel- und Gelenkschmerzen verschwanden komplett. Nähere Infos, wie gesagt, im Blog unter www.dorothealeinung.com. Schau da gerne mal vorbei. Um es also noch einmal zusammenzufassen, wenn du mit Hashimoto auf der Suche nach der idealen Ernährung für dich bist, dann verzichte auf Zucker, Gluten, Tiermilch und Soja, gleiche deine Nährstoffdefizite aus, setze auf regionale Bioprodukte, meide schwermetallbelastete Nahrungsmittel, begrenze deine Jodzufuhr und setze auf gute Fette und Proteine.
Wenn du dir wegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten unsicher bist, dann lass eine Testung auf Nahrungsmittelallergien und Gliadin durchführen. Das gibt dir Aufschluss darüber, was bei dir Entzündungsreaktionen hervorruft, auch wenn du diese vielleicht nicht bemerkst. So eine Allergietestung lohnt sich sehr und hat schon bei manchen Menti zu einem Verschwinden der Symptome geführt. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Nur, wie gesagt, bitte nicht aus einer Haarprobe machen lassen. So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder viel für dich mitnehmen und die Inhalte helfen dir, dich ein bisschen besser im Ernährungsdschungel zu orientieren. Wenn du dir hier noch mehr Unterstützung wünschst, dann komm doch gerne in unseren Hashimoto Online-Kurs, der bald startet. Du kannst dir jetzt deinen kostenlosen Platz auf der Warteliste sichern und gehörst dann zu denjenigen, die von exklusiven Boni und Frühbuchervorteilen profitieren. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Hab noch einen fantastischen Tag, wo auch immer du gerade bist, und vergiss nicht, du bist göttlich. Deine Doro.